Und wir sind genau da, wo ich euch versprochen habe, dass wir sein würden. Bei Dragon Age Origins Awakening. Ich habe vergessen, das Spiel neu zu starten, aber ich denke, das Gelege hält sich in Grenzen. Wenn es schlimmer wird, und prompt wurde es schlimmer, wenn es schlimmer wird, werde ich vielleicht auch nochmal kurz neu starten müssen. Ich weiß nicht, was das soll. Also es fühlt sich gerade an, irgendwie, als würde... Wie ihr meint. Ich weiß nicht, mein Computer fühlt sich halt so an, wenn irgendwo ein fettes Viren-Update oder sowas im Hintergrund läuft. So fühlt sich das gerade an. Ja, okay. Jetzt, guck mal, das sind nicht mal 30 FPS. Was soll denn das? Ich mache hier mal kurz und schnell. Drei, zwei, eins. Ich habe hier mal kurz einen Schnitt gemacht und habe versucht, das Ganze rauszufinden, aber leider habe ich nichts rausgefunden. Als ich wieder reingetappt bin, lief es auf einmal wieder flüssig. Ich weiß nicht, was dieses Spiel hier macht. Es ist mir jetzt gerade auch wurscht. Hauptsache, es läuft wieder. Und prompt hört es wieder auf zu laufen. Boah, Spiel. Du machst mich ein bisschen aggressiv gerade. Das willst du nicht. Das ist. Es ist so traurig, weil es einfach ein Lieblingsspiel von mir ist und zu sehen, wie schlecht es auf modernen PCs läuft und es einfach so richtig schlecht gealtert ist. Und jetzt kann ich meinen ganzen Scheiß nicht mehr mitnehmen. Wollt ihr mich verarschen? Wirklich? Ah, das ist nicht so geil. Muss ich hier wirklich die ganze Zeit... Ah, nee, 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 nee. Okay, ich schmeiß jetzt der Naseweis weg, ne? Ist ja kein Problem damit, oder? Anders? Ach Mann. Okay, die Kleidung fliegt. Und zwar bitte alle. Aber ich muss hier natürlich trotzdem. Oh. Und dann auch noch jedes Mal bestätigen. Das ist überhaupt nicht anstrengend. Wenn man einfach entfernen oder sowas drücken könnte. Dann den Streitkolben. Den Beinbrecher behalten wir mal. Ganz Dolche und alles hier weg. So, was will ich denn hiervon jetzt überhaupt haben? Den Zahn des Bergvaters. Den Blitzstab. Helm des Kommandanten. Stiefel des Hüters des Wissens. Füße des Langfingers. Die Magierroben. Die Erleuchtung. Die ganzen Runen. Und eigentlich die ganzen Geschenke. Elfische Schmuckstück. Okay, was kann ich noch wegschmeißen? Gucken wir mal da drüben rein. Wenn ich hier die einplatze, würde ich die ganzen Lebenssteine weggeschmissen haben. Oh Mann. Okay. Dann schmeißen wir halt noch die Metallsplitter weg. Und dann schmeißen wir noch. Was habe ich denn hier eigentlich so alles, was ich gar nicht brauche? Einen konzentrierten Untergang des Soldaten. Was soll denn der Scheiß? So. 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 Die Geschenke mitgenommen. Wer ist denn Armas? Hallo Armas, du siehst aus wie ein Kunari. Ihr solltet nicht hier sein. Ebenso wenig wie ihr. Ihr irrt euch. Ich habe eine Vereinbarung mit diesen Kreaturen getroffen. Ich bringe ihnen Waren, sie geben mir Gold. Ein Händler! Wärt ihr bereit, in Vigils Wachgeschäfte zu machen? Oder ich würde gerne was kaufen. Ja, coole Socke. Mein Gott, dieses Gelegge. Viel hat er ja nicht, aber ich kann meinen Plunder an ihn verkaufen. Hätte ich gar nicht alles wegschmeißen. Oh Mann, hätte ich das mal gewusst. So eine Scheiße, ich stehe direkt neben dem Händler und schmeiße mein Zeug weg. Yay, yay, Uka. Super. Du bist echt wieder total on point heute. Oh, 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 wow. Oh.
so richtig nice. Habe ich dafür vielleicht auch noch die passenden Schuhe und die passenden Handschuhe? Ah, leider nicht. Okay, wir nehmen jetzt hier mal das da. Hatte Ding Ogre nicht den Kribbler? Ah, das habe ich wahrscheinlich vergessen. Dass ich die ja neu ausgerüstet hatte, die Jungs. Den hat, was habe ich denn hier? Oh, warum hast denn du gar nichts an? Wir haben halt den Ring der Disziplin. Und den Ring der Meisterschaft. Und dann nehmen wir die Schärpe. Und das Amulett des Fuchses. Das wäre ja jetzt fast schief gegangen, mein lieber Anders hier, ne? Ihr seid zurück. Rabatt? Nun gut. Ich kann sehen, dass ihr ein wenig in Schwierigkeiten steckt und ich bin nicht herzlos. Aber wenn ihr wirklich meine Hilfe wollt, gebe ich euch einen Rat. Flieht von hier so schnell ihr könnt. Cool. Wir kriegen jetzt hier Rabatt. Das ist auch gut. Wenn nur diese ewigen Wartezeiten nicht so ewig wären, das ist ja mal... Ach, egal. Okay. Dann verkaufen wir mal das Todeswurzelextrakt. Habe ich eh noch nie benutzt. Zack. 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 Okay, weg, 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 weg. Ich verkaufe jetzt einfach alles, ganz ehrlich, das bringt doch hier nichts mehr. Ich heb hier immer alles auf, ich bin so ein Horter. Ein Horti einfach immer alles, aber im Endeffekt ist mir nur immer das Inventar zugemüllt. Scheiße. So, kommt weg, kommt weg, kommt weg. Kommt weg, weg, weg. Die Drago-Schuppen verkaufe ich nicht. Weil gegebenenfalls... So. Jetzt muss ich halt mal noch irgendwie rausfinden, ob es nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, dass sich Nathaniel Howe uns nochmal anschließt. Und wenn es da gar keine Möglichkeit gibt, dann verkaufe ich halt die Geschenke, die für ihn sind auch noch, ist ja klar. So, meine Liebe, du darfst jetzt hier die Kapuze des ersten Verzauberers mal auf den Kopf nehmen. Und dann nehmen wir hier das restliche Zeug an uns. Dankeschön. Und, Moment, ich wollte ihn ja noch fragen, ob er bei uns auf Wiegels Wacht Geschäfte machen ihr möchte. Ihr seid zurück. Ja, seid ihr bereit, in Wiegels Wacht Geschäfte zu machen? Wiegels Wacht? Das ist diese Festung der Grauen Wächter nahe Amaranthin. Ja, das kenne ich. Wenn dort Geld zu machen ist, wird Armas dort sein. Wir werden uns wiedersehen, falls ihr diesen Ort überlebt. Sehr gut. Wisst ihr, was hier vor sich geht? Nein. Mich interessiert nur, dass die Dunkle Brut unsere Vereinbarung einhält. Sie in Frage zu stellen wäre nicht ratsam. Warum sollte ein Kunari der Dunklen Brut helfen? Das Kun ist eine Lüge. Ich bin Talvar Shoth, ein Ausgestoßener. Mein Leben gehört mir. Und ich helfe nicht der Dunklen Brut. Ich helfe mir selbst. Habt ihr keine Angst, euch mit der Verderbtheit der Dunklen Brut zu infizieren? Das wird nicht geschehen. Mir wurde Schutz zugesichert. Wieso sollten sie euch sowas zusichern? Ich bin ihnen nützlich. Okay, gut. Gut, geht. Ich werde euch der Dunklen Brut gegenüber nicht erwähnen. Also, ihr seht schon, die fangen auf einmal an, Handel zu treiben und sowas. Und interessant. Und das Spiel speichert. Das ist jetzt weniger gut. Weil das irgendwie... Ja, das sieht doch sehr nach Bosskampf aus hier. Himmel, wenn das mal nicht nach Bosskampf aussieht. Bist du der Architekt? Ich möchte gerne ein Wörtchen mit dir reden. War doch klar, dass die uns angelogen oder in eine Falle gelockt hat. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Also, auf mich hört ja mal wieder keiner. Ein Drache! Vorsicht! Okay, ein Drache, Vorsicht! Das sind ja nur kleine Drachen. Wir haben schon viel größere Drachen kaputt gemacht. Ja, anders. Sehr gut. Ich bin bereit. Vielleicht bin ich
nicht zu besiegen. Selbstverständlich. Nicht schlecht. Bettle. Ich werde gnädig sein. Ich habe keine Ahnung, was ihre Skills machen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht. Ich wusste, wir schaffen das. Hier overheal. Ich bin bereit, Schmerzen zu bringen. Hier. Und da geht das zweite Mal auch down. So. Was sagst du jetzt da dazu? Hä? Kleines blödes Mistvieh, du. Ich sag's ja nicht gern, aber die will, glaube ich, bei ihm bleiben. Wir werden einen anderen Weg finden, ich verspreche es. Wir können's probieren. Sie sind die dunkle Brut. Sie gehen unter die Erde, in die tiefen Wege. Das tun sie immer. Die Heimat der Kinder des Steins. Ja, es heißt, die Wächter könnten die dunkle Brut selbst tief unter der Erde noch spüren. Ich will mich den grauen Wächtern anschließen. Verleiht mir die Fähigkeit, diese Kreaturen in der Tiefe aufzuspüren. Ich könnte versuchen, eure Schwester für euch zu finden. Ich werde Serranis Schicksal nicht in die Hände einer Fremden legen. Ich muss diese dunkle Brut selbst aufspüren. Ich biete euch meine Dienste an. Im Austausch für die Kräfte, die mir euer Orden verleihen kann. Was sagt ihr? In Ordnung. Willkommen bei den grauen Wächtern. Mas Serranas, können wir dann gehen? Ich habe genug von diesem Ort. Ja, klar. Ne? Ich wusste, ich habe dir irgendwie eine größere Rolle gehabt. Ich wusste nur nicht mehr genau, welche. So, dann... Oh, weg da. Gut. Und dann mussten wir jetzt hier wo raus? Da geht's raus. Okay. Haben wir eine neue permanente Gefährtin? Endlich ein vollständiges Team. So müssen wir lang. Das heißt, wir gehen erstmal da lang, wo wir nicht lang müssen. Wie immer, aber da gibt es diesmal leider nichts. So. Und auf die Weltkarte. Wir haben quasi Teil 1 dieser Mission hier geschafft. Nochmal eine Cutscene, ich bin wieder still. Wie bedauerlich. Nein, es ist für uns verloren. Es ist sinnlos, zurückzukehren, Otha. Deine ehemaligen Gefährten sind beeindruckend, wird schwer, sie zu überzeugen. Nein, Otha, ich werde mein Versprechen dir gegenüber erfüllen. Noch ist nicht alles verloren. Komm, wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Bild dieser Typ. Okay, wir gehen erstmal zurück nach Vigils Wacht und gucken erstmal, was wir denn da mittlerweile für Nebenquests und sonstiges abgeben können. Und wir müssen ja auch den Beitritt noch durchführen, ne? Sie will ja eine graue Wächterin werden, also gehört halt auch das Trinken von ein bisschen Blut damit dazu. Aber, was habe ich letztes oder vorletztes Mal gesagt? Es gibt keine
keine Kämpfe mehr, die einen auf der Minimap überfallen. Es gibt wohl doch welche. Ja, okay. Na, dann zeig mal. Das erste Mal tatsächlich im ganzen, in der ganzen Erweiterung jetzt, dass mir das passiert. Ladespiel, ganz ehrlich. Du liefst so flüssig und jetzt läufst du wieder so ruckelig. Was soll denn das? Hallo! Geh mal bitte dran. Sag mal! Das gibt's nicht. Steht direkt vor ihr und setzt den Skill nicht an. Dieses Spiel. Ich freue mich schon so richtig auf Dragon Age 2. Einfach weil dann die Steuerung wahrscheinlich sehr viel besser sein wird, sehr viel angenehmer. Nochmal Blutmagier. Sehr schön. Der fällt um und kommt gar nicht mehr hoch. Ich meine, jetzt habe ich sogar schon Lex beim Looten. Ja. Und ein großer Sack, okay. Dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ich habe es ja irgendwann sogar noch erwähnt, dass ich glaube, die Dinger gibt's nicht mehr. Es gibt sie wohl doch noch. Aber gut. Wir sollten jetzt gleich wieder in Vigils Wacht sein. Wir können auf jeden Fall die ganzen Erzvorkommen und Lyrium-Vorkommen und sowas, die wir gefunden haben, abgeben. Das bringt, denke ich, auf jeden Fall was. Ich weiß zwar noch nicht was, aber es bringt was. Oha, guckt euch mal an, was wir hier alles tun können. Das ist ja traumhaft. Okay, wir fangen gerade mal bei dir bitte an. Wächter, ich hatte euch doch wegen des Steins in dieser Gegend gewarnt, nicht wahr? Menschliche Steinmetze mögen ja verwenden, was auch immer gerade verfügbar ist. Aber für ordentliche Mauern braucht man auch ordentlichen Stein. Keine Frage. Und weiter? In dem Steinbruch hier in der Nähe gibt es nur minderwertigen Schiefer. Was ich brauche, ist ordentlicher Granit. Je dunkler, desto besser. Ihr habt nicht zufällig, ihr wisst schon, auf euren Reisen. Doch, im Wendernwald gibt es Granit. Ausgezeichnet. Nur leider kann ich nicht riskieren, dass meine Männer von dunkler Brut angegriffen werden. Ihr müsst einige Soldaten aussenden, die den Ort sichern. Ist das wirklich nötig? Ihr dürft eure Festung nicht vernachlässigen. Was würde mit eurem Land geschehen, wenn die Wacht fällt? Händler und Bauern haben einer Armee der dunklen Brut nicht besonders viel entgegenzusetzen. Ich würde halt gerne irgendwo sehen, wie viele Wachen ich aktuell noch wo habe. Okay, ihr bekommt eure Wachen. Hab Dank, Kommandantin. Die Wacht wird nicht fallen, das schwöre ich. Ja, ich würde gerne irgendwo sehen, wie viele Wachen ich noch zur Verfügung habe. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Frauen mit Tätowierungen unglaublich attraktiv finde? Hatten wir das nicht schon? Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich die meisten Menschen sowohl körperlich als auch moralisch abstoßen? Psst! Psst! Wächter! Oh, gütiger Herr Bauer, was wollt ihr diesmal, Wade? Aaron kümmert es nicht, unter welch grausamen Bedingungen ich arbeiten muss. Es kümmert ihn nicht, dass man mich einfach vergessen wird. Er hat keinen Sinn für die Kunst. Die Kunst meines Handwerks. Ihr jedoch seid nicht so schrecklich gewöhnlich. Ich weiß gute Waffen und Rüstung sehr zu schätzen. Ganz genau. Ich will Überwältigendes schaffen. Dinge, die sogar ein Zwergenschmied bewundern würde. Falls ihr zufällig auf irgendwelche wundersamen Materialien stoßt, könntet ihr dann vielleicht dem alten Wade Bescheid geben? Was hast du vor, Wade? Oh, nichts! Überhaupt nichts! Vergesst nicht! Wundersame Materialien! Alles klar. Ich hab nochmal Drageschuppen für dich. Ist das okay? Ja, Kommandantin. Ah, ach stimmt, die Borke. Ich habe diese alte Borke im Kern eines lebenden Baumes gefunden. Oh, zeigt her! Zeigt mal her! Ja, wie wundervoll! Das könnte Kernholz sein. Könnt ihr daraus etwas anfertigen? Wenn ich ein wenig damit herumexperimentieren würde, könnte ich daraus vielleicht einen Bogen oder ein Schild machen. Aber das geht nicht sofort. Hier habt ihr eine Liste mit Materialien, die ich dafür benötige. Es könnte schwierig sein, an sie heranzukommen, aber ihr müsst sie mir beschaffen. Ich muss gar nichts, mein Lieber. So, was willst du denn, Heron?
ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ich habe ein Erz vorkommen entdeckt. Das wird uns enorm weiterhelfen. Wade, die Kommandantin, hat ein Silberit-Vorkommen entdeckt. Damit könnte man Rüstungen und Waffen herstellen. Und das werde ich wohl auch tun müssen, auch wenn es niemand zu schätzen weiß. Okay, und dann da hinten. Da habt ihr aber eine nette Begrüßung für uns vorbereitet, Kommandantin. Nicht, dass es mir etwas ausmachen würde. So konnte ich endlich mal einige vernünftige Tests durchführen. Ihr seid derjenige, der die dunkle Brut in die Luft gejagt hat, oder? Ah, nett, dass ihr das ansprecht. Ei, das war mein Werk. Mein Name ist Dworkin Glavonak. Manche nennen mich auch Dworkin den Wahnsinnigen. Sag das mal nicht so stolz. Aber das ist schon in Ordnung. Auf meinem Gebiet der Forschung muss man eben ein bisschen wahnsinnig sein. Habt ihr diesen Sprengstoff erfunden? Ich habe diese speziellen Zusammensetzungen entwickelt. Perfektioniert wurde die Kunst allerdings von den Kunari. Und das passt mir überhaupt nicht. Wo kommen wir denn hin, wenn mürrische, bleiche Riesen die Zwerge übertreffen? Also habe ich mit Lyriumsand und anderen flüchtigen Bestandteilen experimentiert. Okay, das klingt ziemlich gefährlich. Ei, das ist es auch. Ich habe dadurch einen Vetter verloren. Und einige Gesellen. Eine stabile Formel würde die dunkle Brut allerdings in ein Chaos aus Schmerzen stürzen. Wir könnten sogar einige unserer verlorenen Teigs zurückerobern. Kann ich etwas tun, um euch zu helfen? Wenn euch der Sinn danach steht, ei. Wir haben unseren gesamten Sprengstoff für diese dunkle Brut verbraucht. Ich kann natürlich noch mehr herstellen, aber dafür brauche ich Lyriumsand. Lyriumstaub gibt es hier ja genug, aber der ist einfach zu fein. Der Staub reicht vielleicht für die Zündung, aber niemals für den Wumms, den ich haben will. Wenn ich richtigen Lyriumsand habe, kann ich die Burschen wieder an die Arbeit schicken. Ihr habt Glück, ich habe etwas Lyriumsand gefunden. Das ist großartig. Jetzt können wir weiteren Sprengstoff herstellen. Wächter, bevor ihr zulasst, dass ich meinem Bruder in kleine Stücke sprengt, sagt ihm doch bitte, er soll vorsichtig sein. Das gehört, soll vorsichtig sein. Hört einfach nicht auf Waldrick. Ich weiß, was ich tue. Wie viele Gesellen hast du verloren? Drei? Oder waren es vier? Wir alle kennen das Risiko. Und wenn wir Erfolg haben, gehen unsere Namen in die Geschichte ein. Euer Bruder hat recht, ihr seid niemandem eine Hilfe in der Todzeit. Na, tut, was ihr für richtig haltet, Dworkin. Ei, Kommandantin. Danke für eure Hilfe. Bitte, nehmt die hier. Damit könnt ihr diesen Bestien etwas zum Nachdenken geben. Okay. Ich werde jetzt hier übrigens noch in der Ding hier noch ein bisschen weiter die Quests abgeben. Gefreite, was haben Sie denn mir zu sagen? Prozess Varel sucht nach euch. Er bittet euch, in den Thronsaal zu kommen. Okay, habt ihr dann irgendwelche Nachrichten für mich? Ja, natürlich. Sofort. Habt ihr mittlerweile auch welche, oder? Sagt ihr das wieder nur. Benzlis Dankbarkeit. Ich schreibe euch diese Zeilen mit einem Herzen voller Dankbarkeit. Meine geliebte Aileen spricht ohne Unterlass von eurer Tapferkeit und euren überragenden Tugenden. Bitte akzeptiert diese Sovereigns als Dank für eure Unterstützung. Jawollo. Okay. Ich würde sagen, ja, wenn ich jetzt hier draußen mit ihr rede, dann kann ich halt die eine Mission weitermachen. Mit dem, na, ihr wisst schon, im Keller. Deswegen würde ich sagen, wir beenden die Mission jetzt hier an der Stelle. Ich werde drinnen ein bisschen verkaufen gehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich mein Inventar leer geräumt habe und wir wieder ein paar Quests abgeben, annehmen und generell hier weitermachen mit Dragon Age Origins Awakening. Bis dahin, ciao, ciao.